Beim Intimissimi, also ich habe, wie man so sagt, Unterwäsche verkauft. Ich habe immer schon gewusst, dass ich Immobilienmaklerin werden möchte. Und ich habe aber damals, wo ich angefangen habe, war ich sehr jung. Da habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich zu mir finde, dass ich genau weiß, okay, Kinder, Mann, Hausbau und dann kann ich mich jetzt auf meine Karriere konzentrieren. Ich bin Makler, weil es einfach in meinem Blut ist. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, einfach ihre Probleme mir anzuhören. Ich liebe es, Häuser anzuschauen, zu verkaufen, den Leuten eine Vorstellung zu geben, wenn ich durch einen Garten gehe, was sie da machen könnten. Durch Zufall. Ich war eigentlich davor in einem dubiosen Immobilienbüro, aber leider wurde mir was versprochen und nicht eingehalten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bekomme nichts bezahlt. Ich sitze da jeden Tag, komme jeden Tag hierher, arbeite, kriege aber nichts. Und dann habe ich mich einfach umgesehen online und habe da gesehen, dass der Herr Fetscher jemanden gesucht hat für eine Lehre im 22. Bezirk. Und ja, da habe ich einfach ein Bewerbungsgeschreiben hingeschickt und ich wurde quasi, am Mittwoch habe ich, ich weiß es noch ganz genau, am Mittwoch habe ich das gemacht und am Freitag wurde ich angerufen. Dass jeder Tag ein anderer Tag ist. Das bedeutet, ich weiß nie, was auf mich zukommt. Man hat immer zwischen Bürotätigkeit, E-Mail-Verkehr und zusätzlich auch noch Besichtigungen und ich bin jeden Tag unterwegs und das gefällt mir so gut, weil ich mich einfach frei fühle. Und aufgrund dessen, dass ich natürlich auch eine junge, also junge Mama bin, ich bin 35 Jahre alt, ich bin niemand eine Rechenschaft schuldig, warum mein Kind wieder zum zweiten Mal krank ist in der Woche. Ich bin sehr froh, dass ich diese Freiheit habe, auch mit meinen Kindern auch spontan zu sagen, Frau Kinder, ich hole euch um 12 Uhr ab, wir gehen jetzt schwimmen. Also es ist einfach als junge Mama wirklich ein sehr großer Vorteil, auch wenn man selbstständig ist, hat man natürlich auch eine Verantwortung, aber es ist auch, dass man auch mit der Familie das auch ein bisschen mehr machen kann, also sprich auch spontane Ausflüge oder spontan etwas organisieren kann. Das coolste Gefühl und das schönste Gefühl ist, wenn ich weiß, ich habe einen Kunden helfen können und ich habe etwas verkauft und ich habe Geld verdient, wenn man sich ehrlich sind. In keinem Beruf kann man so viel Geld verdienen wie in dieser Branche. Größter Erfolg sind eigentlich einfach mein Leben, wie ich es jetzt habe. Meine zwei Kinder, die gesund sind, mein Mann, der mich unterstützt, der auch sagt, mach das. Der war auch der Einzige, der mich unterstützt hat bei dieser ganzen Sache, weil viele sagen, boah, selbstständig, boah, das weiß ich nicht, ob das gut ist. Aber er hat gesagt, weißt du was, ich habe einen fixen Job, mach es einfach. Ich weiß, dass dir das Spaß macht. Und der größte Erfolg ist einfach meine Familie. Das muss ich ehrlich sagen, ja. Und mein größter Misserfolg ist einfach, wenn ich in dieser Zeit die Immobilie nicht verkaufen kann, aufgrund dessen, dass natürlich jetzt dass eine Situation damals war, die nicht gerade für die Immobilie gut war oder vielleicht einfach, es hat dann einfach nicht gepasst und das ärgert mich dann sehr, weil man steckt so viel Herzblut rein und bei mir ist es kein Unterschied, ob ich jetzt eine Mietwohnung um 500 Euro vermiete oder eine Wohnung um 500.000 Euro verkaufe. Ich bin mit meinen Kunden so, egal ob ich jetzt, ich habe 40 Objekte habe oder 30 Objekte oder 10 Objekte, jede Woche kriegen meine Kunden ein kurzes Update, wie, was, wann und deswegen verliere ich auch keine Aufträge. Das ist das Geheimnis. Ausdauer, auf jeden Fall Ausdauer. Ehrlichkeit, Gefühl, ein bisschen für die Menschen zu haben. Makler, die zu RE/MAX kommen sollen es so schnell wie möglich machen, weil es gibt einfach nur die Nummer 1 und das ist einfach RE/MAX. Auf jeden Fall. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und man hat es bei Corona gesehen, wo viele Jobs nicht mehr gegangen sind. Wohnen, wie gesagt, Grundbedürfnis, man hat immer einen Job. In dieser Branche braucht man nicht zittern. Haare, Fingernägel. Wenn die Haare gepflegt sind und die Nägel gepflegt sind, das ist die halbe Miete. Sonnenbrille, aber auch
Rosenkranz habe ich auch immer mit mir mit und Lipgloss und ein Kaffee. Es kommt so, wie es kommt. Das ist mein Spruch.